Beim Modern Music Award spielten am Wochenende Rockbands um die Gunst von Jury und Publikum sowie Preisgelder und Auftrittsmöglichkeiten. Der zweite Teil des Halbfinales fand in Saarburg statt. Den schweren Job des Openers hatte im Saarburger Schulzentrum vor gut 130 Besuchern die Trierer Band Jetzt. Die Band macht poppigen Rock mit deutschen Texten. In Saarburg landeten sie aber nur auf dem dritten Platz, der das Ausscheiden aus dem Wettbewerb bedeutet. Die vier Jungs der erst 2007 gegründeten Trierer Band A Hurricane's Revenge lagen in der Publikumsabstimmung deutlich vorne. Mir hat jetzt persönlich am besten halt A Hurricane Revenge gefallen, also die zweite Band. Die hat halt mehr in das Thema von heute Abend reingepasst. Die meisten Bands waren noch mehr um Hardcore orientiert. Als letzte Band des Halbfinales ging The Perfect Goodbye an den Start. Mit heftigem Hardcore. Vor allem der fantastische Drummer und der Sänger Daniel Scharfbillig überzeugten letztlich die Jury und sichtlich auch das Publikum. Cool, ja, wir freuen uns tierisch. Also wir haben gedacht, es wird nicht ganz so lang, weil wir uns aufgrund der Nervosität ein bisschen verschätzt hatten und ein paar Patzer drin hatten auf jeden Fall. Und deswegen, wir freuen uns tierisch. Also wir hatten nicht damit gerechnet. Ich finde es jetzt umso besser und werden natürlich auf jeden Fall gleich noch ein Trinken gehen und ein bisschen feiern. Ganz klar. Das Wettbewerbsfinale ist am 24. Oktober im Ex-Haus, wo die zwei Gewinner aus Saarburg sich den Metallarbeitern Ichor und den Ska-Komikern Ivan Ivanovic und The Kreml Krauts stellen.